Hier ist wieder euer Mr. Mikkel und willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Mond. Ja, bevor ich jetzt mit dem Spiel weitermache, habe ich noch was erfahren, dass man nämlich beim Geheimgeschehen ein Relaxo, kein Relaxo, sondern ein Mamfaxo erhalten kann. Das wurde, glaube ich, auch in einem Trailer oder so gesagt oder gezeigt, dass man Pokémon Sonne und Mond für eine bestimmte Zeit ein Mamfaxo mit dem Z-Ring oder war das Z-Stein? Z-Stein oder so in sein Spiel holen kann. Das machen wir jetzt mit per Internet empfangen. So, jetzt erstmal gucken, ob ich mein Internet, ja, ist eingeschaltet, Wi-Fi. Und jetzt gucken. Ah, ein Mamfaxo mit Relaxonium Z. Das ist Mamfaxo, ein Pokémon, der zur der Kategorie Nimmersatt. Entwickle es zu Relaxo und stelle sicher, dass es den Z-Kristall Relaxonium Z trägt, den du im Spiel erhältst, um seine Z-Attacke schlossmittellos sich zu entfesseln und ja. Obwohl das gar nicht geplant war, dass ich Mamfaxo ins Team nehme, glaube ich, werde ich es mal mit einem Pokémon ständig wechseln von Part zu Part. Und ja, damit können wir Mamfaxo im Pokémon Center abholen. Das ist echt richtig cool, dass das noch geht. Ich dachte, das wird beim Release des Spiels möglich sein bis zum Dezember oder so, aber nein, es ist jetzt noch verfügbar. Also derjenige oder diejenige, die Pokémon Mond bzw. Sonne besitzen, sollten sich dieses Relaxo bzw. Mamfaxo, das ist ja Mamfaxo, gönnen und sich vom Geheimgeschehen her runterladen. Sag ich jetzt mal runterladen oder geschenkt bekommen. So. Danke, dass du Pokémon spielst. Hol dir dein Geschenk von unserem Lieferanten im Pokémon Center ab. Der allseits beliebte Satz. Und ja. Gut. Da wir aber noch recht am Anfang sind, können wir jetzt noch kein Pokémon Center betreten. Oh, ich bin so gespannt, ey. Ich freue mich so. Na gut, ja, was ist denn überhaupt im letzten Part passiert? Fragen sich jetzt welche. Also die jetzt hier neu dazugekommen sind oder so. wir haben im letzten Part unser erstes Starter-Pokémon bekommen und ein Mädchen kennengelernt namens Lili und sie vor ein paar Habitats gerettet oder ihr Pokémon. So, sollen wir jetzt zu den Ruinen gehen oder gehen wir zurück? Ich würde mal vorschlagen, dass wir erstmal zurückgehen zu den anderen Dudes. Der eine wollte ja mit mir kämpfen, gegen mich kämpfen, nicht mit mir. Oh, und wer ist das? Den kennt man bestimmt auch von der Demo. Hey du, hast du Lust auf einen Pokémon-Kampf? Was? Oh, nicht so freudig. Bevor man jemanden zum Pokémon-Kampf herausfordert, sollte man sich vorstellen. Wer bist du denn jetzt? Ha, das habe ich doch gerade vergessen. Also, ich bin Tali, der Enkel von Inselkönig Halla. Mein Partner Pokémon ist Flamiau. Mensch, dein Roboter sieht aber auch total cool aus. Danke. Wie gesagt, wir müssen unbedingt endlich gegeneinander kämpfen. Ehrlich gesagt habe ich dich schon überall gesucht, weil ich einfach nicht warten konnte. Ich schaue mir Kämpfe nur sehr ungern an. Ich mag es einfach nicht, mit Sand zu sehen, wenn Pokémon sich verletzen. Aber ich werde dich anfeuern. Hui, das wäre dann dein erster Pokémon-Kampf. Ganz schön aufregend. Denke mal daran, dass die Wahl der besten Attacken über Sieg und Niederlage entscheidet. Ich weiß, was ich tue. Das musst du mir nicht sagen. Ich hoffe, du nimmst die Herausforderung meines Enkels an. Wenn ihr beide euer Bestes gebt, könnte das ein wahrlich fesselndes Duell werden.
Da magst du recht haben, Halla, aber nicht jeder Pokémon, erster Pokémon-Kampf gegen den Rivalen ist unbedingt spannend. Das wird erst später der Fall sein. Falls wir jetzt stärkere Pokémon haben oder so, dann könntest du Probleme finden, aber gut. Komm schon, sag ja! Los geht's! Cool, Mann! Alles klar, auf den Kampf. Los geht's! Ja! Yeah. Pokémon-Trainer Tali fordert dich raus. Oh, und jetzt kann ich die coole Erneuerung in den Raum werfen, sage ich jetzt mal, oder euch erzählen. Und endlich loswerden. Nämlich, man sieht jetzt den Trainer im Hintergrund und mich selbst auch. Und ah, das ist richtig cool gemacht worden, aber... ja, was sage ich? Es ist eigentlich... super, super, super toll einfach. Und ich freue mich, dass sie das endlich mal gemacht haben. Ja gut, auch wenn die Videoqualität jetzt ein bisschen kacki ist, aber was soll's. Die werde ich ja in der Nähe im nächsten Part wieder runterstellen. Aber, ja gut. Es ist ja, es sieht jetzt nicht so schlimm aus. Sag ich mal. Und ich merke erst jetzt, dass er das totale... der Flammiau genommen hat, was total anfällig gegenüber Wasser ist. Ja, da nützt der Glut leider nichts. Hast du das falsche Pokémon ausgesucht? Tut mir leid. Der Kampf war jetzt nicht besonders spannend, aber naja. Und wir erreichen Level 6. Ja, Robert! Mensch. KP steigt um 2, Angriff um 1 und Spezialangriff auch um 2. Ja, es geht doch. Geht doch. Ja. Ja, ich hatte überhaupt keine Chance, aber es war super. Ja. Es war wirklich grandios, Mann. Wow, du hast echt drauf, Martin. Das war doch keine Leistung. Das war... ah, was soll's. Das war doch dein Name, oder? Nein, Robert, es ist so cool. Alles klar, morgen beim Fest gebe ich alles, auch wenn manche Robert total blöd finden, aber... Nanu! Martin, dürfte ich den Glitzerstein, den du da hast, mal kurz sehen? Achso, den hat mir Lilly gegeben. Warum? Oha, das ist ja ein... Opi, dieser Stein... etwa... Sag mal, Martin, Kaporiki hat dich gerettet, richtig? Ja. Ich verstehe, du wurdest also nicht nur gerettet, sondern hast auch den Stein erhalten. Ich habe das Gefühl, es war Schicksal, dass du nach Alola gekommen bist, Martin. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich den Stein für eine Weile an mich nehmen. Keine Sorge, du bekommst ihn gleich morgen wieder zurück. Du hast eindeutig Talent als Trainer. Deshalb würde ich dir dringend ans Herz legen, morgen an unserem Fest teilzunehmen. So, Martin, Zeit zurückzugehen. Ich begleite dich noch bis nach Hause. Lilly, du kommst am besten auch mit. Wir wollen schließlich nicht, dass dein kleiner Schützling in Schwierigkeiten gerät. Da haben sie recht, Professor. Ich werde gut auf Wölkchen aufpassen. Piu! Hast du vergessen, was ich gesagt habe? Du sollst auch in der Tasche bleiben. So sind manche Pokémon eben. Da bist du ja wieder, Martin. Und welches Pokémon hast du bekommen? Los, zeig schon. Ja, ich habe mein cooles Robber. Wir sind das Dream Team, Mann. Wow, das ist ein tolles Pokémon. Und warum hast du dich für dieses entschieden? Alles cooles, Mann. Das ist verdammt nochmal cool. Dann hast du genau die richtige Wahl getroffen. Dieses Pokémon ist nämlich süß und cool. Ja. Auch wenn manche Robal für nicht gelungen ansehen, finde ich Robal total... weiß ich nicht, es ist... es ist
zieht mich halt an, dass dieses Pokémon ist einfach... Ich weiß nicht, was alle an Robber gegen haben. Ich finde es eigentlich ganz okay. Passt wirklich ganz wunderbar zusammen. Das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Mäutz! Rapp! Ja, die beiden verstehen sich auch richtig, richtig gut. Ja. Ah, unsere Pokémon werden geheilt. Das ist, ja, am nächsten Tag. Wir stehen schon wieder in der Terrasse. Ah, was für ein Sonnenuntergang. Aber jetzt packe ich besser wieder ein paar Kartons aus. Oh, wir haben Besuch. Oh, es hat an der Tür geklingelt. Machst du bitte mal auf, Martin? Warum muss ich eigentlich hier mal die Tür aufmachen? Na, was soll's. Ist ja auch nicht so schlimm. Ja, und trotzdem kommen sie einfach rein. Was? Ah. Hallo Martin, es wird Zeit zu gehen, die Festlichkeiten rufen. Aber zuerst, jetzt, wo du ein echter Pokémon-Trainer bist, muss ich dir unbedingt etwas zeigen. Komm, wir machen einen kleinen Abstecher zu Route 1. Da wollte ich so oder so hin. Pass auf und viel Spaß. Das wird sicher lustig zusammen mit deinen neuen Pokémon. Mauzi und ich kümmern uns erstmal weiter ums Umpacken. Ums Auspacken. Mauz! Na gut, gehen wir erstmal raus. Komm schon, Martin, nicht so langsam. Ja, ist doch okay, um es mit einer Pokémon-Attacke auszudrücken, mach mal Turbo-Tempo. Ha. Okay. Dann mal flinke Füße, wie er sagte. Dann ist auch schon. Sollen wir jetzt unser erstes Pokémon fangen, oder was? Hier drüben! Ja, ich sehe dich. Ich kann dich klar und gut erkennen. Wie du sicher weißt, können im hohen Gras wilde Pokémon lauern. Aber nun hast du ja Robber an deiner Seite. Du kannst jetzt also nicht nur gegen wilde Pokémon kämpfen, sondern sie auch fangen. Ich zeige dir mal eben, wie man wilde Pokémon fängt. Also pass gut auf. Hoffentlich zeigst du es richtig, nicht so wie die Typen von den alten Pokémon-Editionen. Oh, perfekt. Ich muss mir echt mal die Werte der neuen Pokémon reinziehen. Zum Beispiel Pepek oder so, ob das sich lohnt, das Pokémon zu fangen oder so. Das würde mich echt mal interessieren, was für Werte Pepek haben kann. Und ja. Ja, zeigt das richtig. Man soll das Pokémon nämlich erst schwächen. Gegebenenfalls auch noch paralysieren, einfrieren, einschläfern, was gibt's noch, verbrennen, vergiften, damit die Chance höher ist, dass du auch wirklich das Pokémon fängst und dass es nicht abhaut, aber in den meisten Fällen haut es dann trotzdem aus dem Ball ab und du musst es immer und immer wieder versuchen. Es ist halt irgendwie Pflicht, das Pokémon zu schwächen und ihm halt noch eine Statusprobleme hinzuzufügen. Das war doch nicht so schwer, oder? Manchmal greifen wilde Pokémon dich an. Aber wenn du sie fängst, können sie verlässliche Mitstreiter werden. Und wenn deine Pokémon mal fix und fertig von vielen Kämpfen sind, mach zu Hause eine Pause oder geh ins Pokémon Center. Sprich einfach mit deiner Mutter. Bestimmt sorgt sie dafür, dass sich dein Team gut erholt. Du kannst aber auch einfach Tränke verwenden. Hier ein paar Tränke und Pokebälle, damit du gleich loslegen kannst. Dankeschön. Das ist wirklich, wirklich sehr nett. Ja, wir erhalten Tränke und... Hey, 5 Tränke, hurra. Und 10 Pokebälle. Du passt mir gut auf Martin auf, ja, Robball? Soll ich mir Pepek jetzt holen oder... Ja, gut. Obwohl ich es gar nicht ins Team nehmen will, holen wir uns mal Pepek. Den will ich nämlich dann als... Kann man Pokémon jetzt... Warte mal. Kann man in dieser Edition immer noch Pokémon als VM-Sklaven benutzen oder... Oder nicht? Wenn nicht, dann... aber das ist nicht mein VM-Sklave. Mal
vorschlagen, dass wir den mal fangen werden, weil ich werde den so lange ins Team, im Team lassen, bis ich das Pokémon habe, das ich auch wirklich im Team haben will, weil ich nehme nicht so, ich habe es zwar immer so gemacht, dass ich jetzt die Anfangs-Pokémon immer ins Team genommen habe, aber jetzt habe ich mir wirklich ein feststehendes Team ausgedacht. Und dazu gehört nicht Pepek. Deswegen mache ich es jetzt so, dass ich lieber Pokémon fange, die für kurze Zeit ins Team kommen, aber dann habe ich euch jetzt erzählt. Bevor ich mich wiederhole. So, damit hätten wir Pepek. Und ich werde es dann. Obwohl. Nee, jetzt trainieren. Okay, wir machen eine Aufnahme. Dann mache ich es offscreen. Das ist besser. Dieses Pokémon ernährt sich von Bären, die Samen verschießt es später als Munition aus seinem Schnabel. Ist Typ normal Flug, ist ganz okay. Das ist das Pokémon. Nee. Ich mache erstmal ohne Spitznamen weiter. So, damit hätten wir. Ach, ich bin auch schon längst aus dem hohen Gras raus. Na gut. Oh, das Trumpmon. Ach ja. Das gute alte Trumpmon. Ich krieg mich nicht mehr ein. Ich krieg mich einfach nicht mehr ein. Aber da will ich. Gut, wir können ja jetzt. Nein, das ist geschwächt. Verdammt. Na gut, dann fliegen wir lieber. Und ja, was können wir jetzt machen? Oh, lass mich doch in Ruhe. Schon wieder ein Pepek. Und ich habe schon wieder. Ich wollte eigentlich Pepek jetzt heilen und das in den Kampf schicken, aber. Ah, das ist echt nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Was? Du lässt mich nicht fliehen. Bist du verrückt geworden? Vor Partende würdest du mich nicht fliehen lassen. Na gut. Wenn du es so willst, dann du hast mich anders gewollt, Pepek. Du willst also kämpfen, ja? Du willst mich also provozieren. Alles klar. Du kriegst jetzt deine gerechte Strafe und bekommst einen Pfund. So. Boah, ich dachte schon, das wird jetzt nicht besiegt, dann wäre jetzt aber hier Radau gewesen. Robert erreicht Level 7. So. Gut, dann würde ich auch sagen, das war's mit diesem Part. Wir sehen uns im nächsten wieder. Bis dahin, ciao.